Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Runde Elex. Genau, wir haben letztes Mal die Quest für die beiden Kleriker hier erledigt, für den einen im Lager, für den anderen hier, haben die wieder zusammengebracht, die sind wieder glücklich. Und jetzt wollen wir mal die Quest angehen für den Duke, den Big Bang. Und werden dort mal die Teile zusammensuchen. Wir müssen jetzt, glaube ich, zu dieser Kuppel da im Sand hin, um dort ein paar Teile zu besorgen. Und dann werden wir doch mal hingehen. Wir werden dann mal alle Teile zusammen kassieren und dann werden wir mal schauen, wo wir ankommen. So. Super. Ups. Und los geht's, würde ich sagen. Bin immer gespannt, was daraus noch wird mit dem Big Bang dann. Ist da noch jemand niedergelassen? Schon wieder irgendwelche Monster. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich werde gleich noch genug kämpfen wieder. Das wird schon Spaß werden. In jeder Ecke wächst ein Monster hier. So, wobei der Kuppel, wie es scheint. Ja, na, in der Kuppel wird es dann das drin sein. Bin ja mal gespannt. Ob wir die so einfach wegkriegen. Naja, können wir eigentlich schon den Weg hier unten, glaube ich, nehmen. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ein bisschen Asselfleisch. Mal auch wieder mal eine Suppe machen. Boah, sieht schon übel aus hier. Ah, da hinten ist das Teil. Gut. Es ist gut, dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. Okay. Passt schon mal. Ich würde nur wissen, dass da nichts kommt. Ah, ich erwischt mich immer noch beim letzten. Sehr gut, den haben wir dann schon mal. Den anderen kriegen wir dann auch noch. Puh, nicht gerade leicht, aber möglich. Und wir haben noch einen grünen Stein gefunden. Unbrauchbare Tasche. Das passt. Was macht ihr denn hier? Was seid ihr denn jetzt hergekommen? Hallo? Hier sind doch schon zwei. Ich glaube, das Ding da unten, ne? Hallo? Nicht in die Richtung. Du Heiliger, es sind drei Viecher von denen hier, wa? Sehr gut. Den haben wir gut erwischt und hoch. Mist. Die hauen schon gut rein. Ich muss sagen, die geben auch ein bisschen wenig EP dafür. Wir besiegen reduzierte mit viel höhere EP besiegen wir schon Monster und da ist es wesentlich einfacher als die hier. Zum Beispiel die Skeks. Mist. Kaya könnte jetzt aber langsam wieder auftauchen. Danke, Kaya. Geht ja auch mal wieder. Der ist weg. Dann nur noch den da hinten. Den kriegen wir aber auch noch.
gehabt. Erstmal versuchen, wieder auf Kaya zu lenken. Der hat da verfehlt. Da hatten wir jetzt Glück mit der Fahrt, dass wir halt von der Ebene unter ihnen waren. Super. So, dann haben wir schon mal drei von den Viechern. Ich glaube, eins ist noch unten, aber wir kommen, glaube ich, jetzt heran an das Teil. Ohne Probleme. Gold. Naja, die ganzen Adern, die brauche ich erstmal noch nicht. Über das ganze Erz und Co. habe ich ja halt eine ganze Menge da. Schauen wir mal, dass wir das Vieh jetzt noch von da holen. Fahne. Oh, oder wir brauchen uns auch gar nicht, weil dann nehmen wir das gleich mit. Decken. 420 EP, naja, ist jetzt nicht gerade viel, ne? 7, 9, 5, 6. So, die 7 passt da, die 5, 7, 3, 1. Geht doch. Ja, sehr gut. Nehmen wir mal alles mit. Da oben war doch, glaube ich, nochmal so ein... Okay, so. Ach komm, wir machen den auch noch weg, wenn wir hier ein bisschen mal clear haben wieder. Ist das nicht auch noch ein Tresor? Ah, ne, das ist von dem Dings aus. Ist hier eigentlich nichts weiter, wie es scheint. Der kann jetzt nicht spucken. Jetzt habe ich diese Karte gehabt, dass das Ding nicht getroffen hat. Mann, das sind immer diese unterschiedlichen Ebenen, selbst auf der Ebene. Schön, wenn sie ein schönes Level-Design machen, aber wenn man das dann das ganz schön beeinflusst mit dem Schaden, das ist dann schon übel, muss ich sagen. Ja, aber wir haben es hingekriegt. Den haben wir dann besiegt. Und jetzt muss ich mal gucken, wo müssen wir als nächstes hin? Konzentrierte Kreuzankerspule. Ach, guck mal an. Das ist da oben. Okay. Inverser Phaseninduktor ist dort. Dann gehen wir mal noch zu Sandy Piden zurück. Und von dort aus gucken wir mal das andere Ding jetzt. Ich will gucken, dass wir die Sachen soweit alle zusammenkriegen, um dann die Möglichkeit zu haben, alles mit einmal abzugeben. Außerdem, ich glaube mal, das zieht gut dann an hinten. Wobei, Fehler war das jetzt nicht. Wie viel war das jetzt nicht, was wir an EP reinbekommen haben? Werden wir mal schauen. Eigentlich könnten wir mal langsam wieder mal ein paar Sachen rausräumen. Heiltränke, nö, die jetzt nicht. Essenstechnisch meine ich. Guck mal, hier ist sogar ein Asserfleischteller. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Gesundheit. Schauen wir mal ein bisschen auf die drei Packen. Ein bisschen Brause, Suppe. Hier, Brot, Wartens Fleisch, Großfleisch, kaufen wir noch mal ein bisschen was zu essen machen. Und wir haben ja, genau, hier auf die 8. Da könnte man die nicht irgendwie den Angriff wechseln? Wie ging das doch? Oder mal Q, F, F ist das. Wenn das ist jetzt, wenn es aufschlägt, müssen wir mal gleich testen. Euer viel Schaden macht er jetzt nicht. Wobei, war doch ganz gut für so eine kleine Handgranate. Boom. Boom. Boom.
Okay, war mal witzig. 7 Granaten, das geht schon. Haut schon gut rein. Da können wir auf jeden Fall eine Menge Spaß mit anstellen, bin ich der Meinung. Eine Menge Spaß. So, warte mal. Den nehmen wir mit. Gut, das haben wir da. Ah, die behalten wir mal noch hier, dass wir die zur Not da hineinlotsen können. Wir nur gucken, dass wir jetzt nicht da hineinlaufen. Das wäre jetzt fatal. Ach, schön. Okay, also wir müssen hier rein. Wie scheint, und da scheint eine Spule zu sein. Na, dann mal gucken. Ja, danke. Ich glaube, es war auch falsch, dass ich da reingegangen bin. Hier ist ein verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Sieht interessant aus. Warum ziehst du deinen Bogen wieder? Den habe ich doch gar nicht gedrückt. Halt mal die Magnesiumfacke. Hallo? Jax, ist gut jetzt. Keine eigenmächtigen Sachen mehr, bitte. Was ist hier? Starker Schnaps. Sieh mal, starker Schnaps. Okay. Ich bin nicht gut genug. Okay, den kriege ich nicht auf. Da muss ich hoffen, ob ich irgendwo einen Code finde. Oh, 6974 vielleicht? 6974? 974? Geht doch. Na dann. Und einen grünen Stein. Sehr schön. Ja, das finde ich nice. Finden wir in letzter Zeit viele grüne und allgemein die Steine. Ich würde zwar gerne lieber noch ein paar rote haben. Davon haben wir mehr. Ha! Aber hier habe ich ein Kettchen. Das ist cool. Da. Dann kriegen wir den sogar auf. Nee. Ja. Ja. Sehr gut. Zu einfach. Naja, ja, wird jetzt schon interessant. Dann Feuer 50 Elixir. Na gut. Hätte ein bisschen bessere Sachen bringen können. Aber immerhin etwas. Was haben wir hier? Geht noch aufs Dach. Können wir schon später rauf. Hier geht es dann noch runter. Oh ja, das können wir doch mal ein bisschen entdecken. Alles mit dem starken Schnaps verwundert mich. Was ist das für eine Quest? Tuckers Tagebuch 1. Das ist noch ein starker Schnaps. Lesen wir auch gleich. Machen wir gleich. Nur hier kurz am Ablaufen, ob wir auch alles haben. Ein Beschwerde schreiben. Und hier werden wir jetzt, sind wir runtergekommen. Gut, also. Also, erstmal das Beschwerde schreiben. Können wir ja mal machen. Genau. Erste Warnung. Die Lieferung sollte bereits vor einer Woche fertig sein. Bis jetzt haben sie uns nur ausweichende Antworten gegeben. Wenn sie nicht in den nächsten 3 Tagen antworten, werden wir unser Geld zurückverlangen. Altes Flugblatt 1. Egal ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bewirb dich jetzt in unserer Einschreibecenter. Infinity Skies für eine bessere Zukunft. Okay. Und Tuckers Tagebuch. Tagebuch des Banditenanführers Lone Tucker in der alten Schnapsfabrik. So viel Schnaps, wie wir trinken können. Ich bin heute mit meinem besten Kumpel losgezogen, um die Geschichte endlich zu überprüfen. Mein Vater würde mich schlagen und einen Idioten nennen, aber der wurde längst von den Würmern gefressen. Die Gerüchte über meinen Urgroßvater sind wahr und sein Weg durch die Minen hat funktioniert. Diesen Schatz hat sonst noch keiner angerührt. Habe meine Jungs damit beauftragt, das Minenfeld zu erweitern. Diesen Schatz wird uns niemand mehr streitig machen. Hier ist noch so viel Schnaps gelagert, damit kommen wir ein Leben lang aus. Ob meine Jungs ein bisschen Schnaps an Chloe verscherbeln lassen, so können wir uns hier ein verdammt gutes Leben machen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Banditenanführer, treffen wir den hier noch? Er scheint sich ja hier angeblich irgendwie verschanzt zu haben, ne? Da bin ich mal gespannt.
da sind ja auch noch ein paar Viecher. Mal aufpassen. Ob wir die jetzt auch gleich wegkriegen. Oh, warte mal, weißt du was? Wuhu! Jetzt hoch. Vorsicht! Kuhu. Das macht Spaß. Haben wir den Bioko hier? Wenn du sie genau triffst, tut es denen gut weh. Oh komm, spielen wir mal ein bisschen. Oh, und tschüss. Geil. Das hat auf jeden Fall übel Laune. Oh, guck mal. Mist. Autsch. Autsch. Aber den habe ich. Ja. Upsi. 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 Darum, darüber und nein! Bin da rüber gejumpt. Oh Mann, verdammte Axt. Wo sind die? Ja. Wo wollt ihr denn jetzt lang? Kommt ihr mal her, Leute? Ah, jetzt erstmal weg heran. Aufpassen, dass ich hier nicht reinrenne. Ein paar Granaten haben wir schon mal raus. Das war ein feiner Jump, die Dame. Wo sind die jetzt eigentlich gekommen? Das verstehe ich nicht. Es geht los. Wenn du sie triffst, dann machst du schon gut Schaden. Das ist cool. Boom. Komm, der müsste doch jetzt gleich tot sein, oder? Ja, sehr schön. Hat mich aber schon 50 Granaten gekostet. Aber es geht. Gut, wenn er jetzt alleine ist, dann könnten wir den auch nochmal versuchen. Weil viel hat er jetzt auch nicht mehr. So. Komm, Kai. Drüber. Na komm, Kaya macht ihn jetzt fertig. Sehr schön. Ja, dann haben wir die auch schon mal wieder weg. Ah, die sind... also wenn du so ein bisschen herausgefunden hast, wie die so ticken, gehen die eigentlich, finde ich. Gar nicht, sind gar nicht so schwer. Also leichter als manch andere. Die sind nur recht stabil am Ende, ist mir aufgefallen. Bei den anderen haust du sie meistens, wenn du sie einmal dann im Zyklus drin hast, mit den Schlägen, dann ist das keine Problematik. Bei denen aber, die bäumen sich dann am Ende nochmal ganz gut auf, wo es dann da nochmal ein bisschen brenzlig werden könnte. Was ist das hier alles? Hm. Dann mal schauen. Oh, wie macht der heute, was er will, der junge Herr? Jax. Hier sind nichts weiter, ne? Hier sind ein paar Minen. Das ist hier alles leer. Okay, dann gehen wir ins nächste Gebäude. Hab mich, was das mit dem Schnaps soll. Ist das alles dann vielleicht, was wir an Chloe liefern könnten? Aber woher sollte ich das sonst wissen? Hätte ich da irgendwo noch, hätte ich da irgendwie noch was übersehen? Von der Questline her? Welch ein Sprung, mein Freund. Welch ein Sprung. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter, außer ein paar Schlafsäcke. Na gut, dann gehen wir mal jetzt hier. Hallo, da ist aber auch noch eine ganz schöne nicht gut. Bude. Gar nicht gut. Da 100 Probleme hier noch die Banditen. Haben wir hier? Ach, Plasmaste. Plasmaste. Uah.
Böse, böse. Ha! Also die Granaten geskillt finde ich nicht schlecht. Also da hole ich mir auf jeden Fall noch die nächste Stufe. Notfallprotokoll. Was haben wir denn da? Notfallprotokoll. Altes Protokoll, nachdem die Schnapsfabrik kurz vor dem Aufschlag verlassen wurde. Anlage komplett heruntergefahren. Kaum jemand ist noch da geblieben. Großteil der Mitarbeiter ist geflohen. Sicherheitsalarm am Tor ausgelöst. Kein Wachpersonal mehr vorhanden. Mehrere Gestalten haben einen Großteil des Geländes eingenommen. Haben einige Detonationen gehört. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Gebäude eingenommen haben. Okay. Und den armen Kerl hat es dann erwischt, wie es scheint. Na gut. Schauen wir mal weiter. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht mehr so viele Viecher hier. Das wäre schon nicht schlecht. Konzentrische Kreuzankerspule. Ein starker Schnaps. Nochmal 400 XP für uns. Sehr schön, sehr schön. Der Rubel rollt an XP. Das ist halt die Frage, gehen wir weiter halt hinein oder sagen wir, wir machen hier erstmal Schluss und gehen andermal da hinein. Mal fünfmal. 6 von diesem starken Schnaps. Frag mich nur, wem ich den starken Schnaps bringen sollte. Da habe ich keine Ahnung von. Hallo? Ein Foto? Okay. Könnte der Herr Pankratz sein, ne? Es sei denn, mehrere haben diese typische Glatze. Noch was? Nee. Also habe ich jetzt Verdacht, dass noch mehr Schnaps dann da in der Bude drin ist. Aber dann müsste ich da rein und ist jetzt die Frage. Machen wir jetzt. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ach, bestimmt nicht viel, meine Kleine. Bestimmt nicht viel. Ist nur die Frage, gehen wir weiter rein? Aber da könnte man noch ein bisschen hoch. Upsi. So. Haben wir hier noch? Noch einen starken Schnapp. Oh. Kann ich den wenigstens hacken? Ne, hier brauche ich den Code direkt. Aber dann müsst ihr erstmal gucken, ob hier noch irgendwas aufgeschrieben ist oder sowas. Aber ich sehe das, übersehe das nicht. Ist auch immer so eine Sache, ob die Dinger nicht sogar übersiehst. Haben wir da noch? Hier ist jetzt sonst nichts weiter. Okay. Okay. Sie wird aber auch nirgends, wo das Passwort draufstehen könnte, ne? Ah, vielleicht finde ich es noch. Ja. Also hier sieht es jetzt erstmal nicht noch weiter was aus. Ich überlege jetzt gerade, ob wir dort hineingehen. Eigentlich wäre das ja was, ne? Wir haben noch ein paar Granaten, die wir ein bisschen rumballern können. Sind ja auch meistens nicht teuer. Die Händler werden bestimmt demnächst wieder neue haben. Auf jeden Fall. Weil dann mit Uhr. Was war das jetzt? Hier vielleicht noch das Passwort? Ne, hier ist auch nichts weiter. Schade. Vielleicht habe ich es auch schon irgendwo gesehen am Vorbeilaufen, habe aber nicht drauf geachtet. Ist jetzt auch nichts weiter, ne? Kannst auch nicht hacken. Ich überlege jetzt, eigentlich könnten wir ja mal da reinhuschen. Und mal schauen, was da noch kommt. Huch! Huch!
Autschi. Au. Mist, der ist dir nicht in die Geländer gekommen, Mann. Es lief gut. Ah, dieser Blödsinn. Ich muss die mal hier erstmal rausholen. Da drinnen sehe ich nicht so viel. So. Sie hoch, rüber, durch. Darüber. Darüber. Ja. Und tot. Erwischt. Das machst du nicht ungestraft. Okay, ja gut. Ist jetzt ein bisschen übel. Oh, guck mal, den einen Runde. Ich habe jetzt da auf den anderen da geachtet und habe vergessen, den abgerichteten mal zu achten. Ja. So. Okay, den speichern wir mal und dann machen wir den gleich als nächstes. Achtung! Hat aber auch schon eine ganz schöne Anzahl an. Ganz schöne Anzahl an Granaten gekostet. Muss ich mal sagen. Ah ja, du kannst angreifen. Sehr schön. So. Muss mal gucken, ob ich ein paar neue Granaten bekomme. Da habe ich mich ja doch gut hinreißen. Es macht aber auch ganz schön Spaß, die Dinger loszuballern, ne? Besonders wenn dann so eine Masse an Leuten auf dich zukommt, dann hast du schon. Oh, drei Dietricher. Das ist gut. Und da hinten habe ich den einen getötet, ne? So, wieder raus. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Da komme ich nicht durch. Okay. Dann fliegen wir mal hier rüber. Dich knöpfe ich mir vor. Wer sagt das? Irgendjemand sagt das. Da oben, ne? Oh, gruselig. So, hier haben wir jetzt schon mal geklärt. Wo stehen die? 100 pro hier oben. Kriegen wir schon hin, Freunde. Okay, das sieht da wieder einer kleinen Überlänge aus, bei dem Ganzen, was hier abgeht gerade wieder. Auf geht's. Mist. Wobei, die Schakale sind am schlimmsten, muss ich sagen. Nein. Upsi. Krieg ich sie? Ja, von hier aus kriege ich sie sogar. Ha, cool. Hast du nicht? Ich mach das schon. Nee, da.
Achtung! So, und der ist jetzt auch weg. Ist so geil. Kaya räumt gut auf hier, wa? Und noch mehr von denen. Oh, noch mehr Schakale. Willst du mich da rollen, oder? Achtung! Oh, meine Granaten. Das macht einfach so viel Laune mit diesen Granaten. Oh Mann. Die Granaten sind einfach das köstlichste gerade derzeit daran. Gibt noch mehr von diesen Schakalen. Ah, oh, komm, geh mir nicht auf den Keks. Wird jetzt auch mal weg. Jetzt wieder noch. Oh ja, läuft doch gut, ne? Ich muss jetzt mal die ganzen Granaten wieder nachkaufen. Das war jetzt ein bisschen unüberlegt von mir, aber ganz ehrlich. Musste irgendwie mal sein. Also es hat einfach nur Spaß gemacht, wenn wir hier irgendwie ziemlich viele von diesen Viechern waren, ne? Den Banditen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute hier sind. Oho. Denn ah ja, was machst du da? Ja, der läuft so blöd da drin, der kommt nicht runter. Das ist mies. Kannst keine schon lange. Nur er kann es eigentlich besser. Mehr habe ich nicht. Wie kam besonders jetzt? Magic Man! Ist ja ein schöner Magic Man. Ist das Vieh? Komm mal her. Schön, dass er sich selber tritt. Ja, das gibt's doch nicht. Diese Bugchars manchmal. Oh. Sitzt da drinnen, kriegst du ihn nicht raus, weil er da drinnen festhängt. Und dann sowas. Kaya, kannst du da mal jetzt reingehen? Bleib hinter mir. So, soweit haben wir ihn schon mal. Oh.
Ist klar. Irgendwie verstehe ich das nicht. Komm, trink, trink. Das ist doch nicht normal. Warum? Was ist denn das, Mann? Oh, das ärgert mich jetzt aber. Fuchsteufelswild. Kann doch nicht sein, dass der so herumbackt. In diese blöden Butze. Steht da drin und bewegt sich nicht ein Millimeter. Also das haben sie mal wieder richtig toll hingekriegt. Du hast nicht mal eine Chance, da reinzukommen. Dein Rückstoßeffekt ist auf jeden Fall immer da und meiner nicht. Trinkt den Tank. Oh. Ja, hallo? Bruder, hast ja wirklich kaum eine Chance, da hineinzukommen. Den mach ich noch fertig, das kannst du wissen. Und tschüss. Lauf! Wo ist Kaya schon wieder? Guck mal, der backt so rum da drin in seiner blöden Höhle. Kann ich da irgendwie was kaputt machen? Nee, geht nicht. So. Kaya, kommst du? Lauf, 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 lauf. Oh. Ey, ist der übel, der Typ. Warte mal, habe ich nicht noch einen anderen Alpzauber? Ich hatte doch noch... Genau, Machtwelle, ne? Ich habe meine ganzen Granaten verballert. Boah, ist der heavy. Der ist ja wirklich heavy. Boah, 200 EP. Aber jetzt ist er tot. Gefährliche Gegend. Ich krieg eine Handgranate wieder. Und Tuckers Tagebuch. Guti, dieses Gebiet, die räumen wir in der nächsten Folge dann aus. Wir sind schon wieder ziemlich weit über der Zeit, mal wieder, nach langer Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Like oder ein Kommi da lassen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Und wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Video angeschaut habt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.